pick mir mal das raus, weil es das älteste Trikot ist. Das war mein allererster Verein, SV Ostermünchen. Und ich habe dieses Trikot dann von dem Verein bekommen, erst vor ein paar Jahren, weil ich natürlich immer meine Trikots dann auch für die gegeben habe. Und ja, ich habe noch Fotos, wo ich dieses Trikot anhabe. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr special für mich. Vielleicht gleich daneben, das war mein erstes Trikot für die deutsche Nationalmannschaft. Es war ja ein sehr krasses Jahr für mich, in der Bundesliga erstmal ankommen und dann direkt mit zur Europameisterschaft fahren. Ja, deswegen sein Land zu vertreten, das war für mich, ist für mich eine Ehre und war für mich damals natürlich der absolute Wahnsinn der Krönung von, ja, von einer tollen Saison. Und deswegen muss es auf jeden Fall auch hier sein. Dann kommen wir mal zu zwei Trikots von anderen Spielern. Hier, das ist das Trikot von Toni Kroos. Das habe ich getauscht, als wir in der Champions League gegen ihn gespielt haben. Ist deswegen für mich besonders, weil ich es geschafft habe, von einem großen Vorbild von mir irgendwann mit ihm zusammenzuspielen, eben in der Nationalmannschaft. Ich habe mir, bevor ich ihn kannte, immer Videos angeschaut und ja, viel seinen Spielstil auch verfolgt. Und deswegen war für mich klar, dass ich ihn dann fragen werde. Und ja, deswegen ist das hier. Das ist tatsächlich eins, das ich nicht getauscht habe, sondern ich habe mit Vertonghen zusammen gespielt und hatte ihn dann gefragt, ob er denn bitte mir ein Trikot von Kevin De Bruyne organisieren kann, weil das für mich einfach einer der besten Spieler der Welt ist und es einfach ein Genuss ist, ihm zuzuschauen. Und deswegen wollte ich dieses Trikot unbedingt haben und er hat mir dann natürlich den Wunsch, oder nicht natürlich, sondern zum Glück den Wunsch erfüllt. Und hier haben wir unser Trikot. Das gleichzeitig mein Lieblingstrikot ist, weil ich der Borussia noch länger erhalten bleibe.